Das ist die Kleingartenanlage Erzweg im Herbst 2017. Ein verlassenes Stück Erde. Betreten nach wie vor verboten. Der Weg ins einstige Paradies endet an einem Zaun. Ich kann jetzt reinschauen, ohne dass ich heule. Also das war schlimm. Am Anfang, wenn ich unten gestanden bin und habe nach oben geschaut, musste ich jedes Mal flanern. Ich habe mir da eigentlich erhofft, mein Rentner-Dasein da oben ein bisschen zuzubringen, zu genießen. Und es ist dann eben durch den Einbruch jäh mit Einbruch, sage ich einfach einmal. Ne? Viele wollten vor 2 Jahren nicht akzeptieren, dass von einem auf den anderen Tag Schluss sein sollte mit der Idylle auf dem Hügel. Die Garten sind frei! Kurzzeitige Wiederinbesitznahme. Aber nachdem wieder und wieder die Erde einbrach in der Anlage, war endgültig Schluss. Die 54 Pächter mussten umsiedeln. Das ist der Hügel von unten, vor und im Zweiten Weltkrieg zum Flucht- und Produktionsstollen ausgebaut. Ein schier endloses System von Tunneln, teilweise eingebrochen. Derzeit werden quer in die Tunnelröhren Mauern gebaut. Die entstehenden Abschnitte sollen demnächst verfüllt werden. Der Hügel wird auch danach nicht richtig sicher sein. Dass für die Kosten der Bund aufkommt als Stollenbesitzer und Rechtsnachfolger des Dritten Reiches wäre naheliegend, ist aber falsch. Angenommen, es würde jetzt ein Tagbruch passieren, direkt am Straßenrand, dann müsste der Bund ran. Aber da die Situation da momentan stabil ist, hält sich der Bund praktisch zurück. Dadurch, dass wir das Gelände ja auch einzäunen, sagt der Bund, ja, dann kann ja nichts mehr passieren. Dann entsteht praktisch keine Gefahr für Leib und Leben. Also insofern hat sich der Bund da ein bisschen einen schlanken Fuß gemacht. Die Stadt will aus dieser Situation das Beste machen. Ein wissenschaftliches Projekt unter dem Titel Urbane Wildnis. Wir wollen die Anlage beobachten, wie entwickelt sich nach Verlassen der Gärtner, wie entwickelt sich die Natur, was wird daraus mit allem, was da drin ist, ob das Müll ist oder ob es die stehengelassenen Hütten sind. Wie es drinnen derzeit aussieht, kann nur mit massiver Hilfe gezeigt werden. Der Höhenrettungstrupp des Malteser Hilfsdienstes rückt an, mitsamt einem Amphibienfahrzeug, das hier gewiss nicht einsinken wird. Nur mit dieser Hilfe darf der Kameramann überhaupt Bilder von drinnen einfangen. Schon nach 2 Jahren ist von der einstigen Ordnung nicht mehr viel übrig. Das Projekt ist auf viele Jahre angelegt, doch schon jetzt holt sich die Natur zurück, was die Kleingärtner einst gebändigt hatten. Spechte und Mäuse sollen schon wieder zurückgekommen sein. Und ein frischer Stolleneinbruch ist zu sehen. Und die Kleingärtner? 16 von ihnen wollen neu anfangen, in einer Anlage ein paar Kilometer weiter. So spät im Jahr steht kaum noch Gartenarbeit an, aber es geht ja auch um Geselligkeit. Das war mein erster Gedanke, wo ich das gesehen habe. Oh Gott, wo stelle ich da mein Sofa hin? Wo stelle ich meine Sitzecke hin? Das ist doch viel zu klein. Aber für das, wenn man, ja, man dann immer wieder reinguckt hat und der Rohbau gestanden ist. Das mit dem Idyll wird noch dauern, das wissen Sie. Aber der Anfang ist mal gemacht. Ja.